Wow, und aufgrund der Tatsache, dass ich krank war, habe ich gar nicht mehr gecheckt, was mit meinem letzten Vlog, den ich am Freitagabend noch hochgeladen habe, passiert ist. Und ja, weil ich natürlich eine mini kleine Szene aus Haikyuu drin hatte, ist es einfach mal gesperrt. Wow, das heißt, ich muss jetzt das riesige Video, denn die Projektdatei und alle Einzeldateien habe ich schon gelöscht. 16 GB große Datei erneut ins Schnittprogramm ziehen, die ganze Kacke rausblurren. Oh, fuck. Und dann erneut hochladen. Oh, was für eine Scheiße, Freunde. Oh, wow. Der Vorteil wiederum, wenn man mit Koffein schlafen geht, man schläft halt nicht tief, nicht gut, nicht irgendwas und ist halt von alleine dann wieder wach und kann nicht mehr einschlafen, ohne irgendwie zerfickt zu sein. Ich fühle mich zwar auch nicht erholt, aber naja, wenn es einfach wäre, dann würde es ja jeder machen, ne? So, meine heutige Aufgabe war auch der Kracher. Dieses Spiel mit ganz vielen verschiedenen Knobelsachen lag komplett ausgepackt. Durchgemischt, dort im Schrank. Und ja, weil ich den Anschluss kriege, wenn ich den Raum so verlasse, auch wenn das nicht meine Kinder waren, habe ich jetzt nach Anleitung alles wieder schön eingesammelt, beziehungsweise bin noch dabei und packe alles wieder in die einzelnen Tütchen, damit es wieder sortiert ist. Wow. Der Vlogs machen kurz mal die Entspannungsmusik aus. Ich bin einen Schritt weiter gegangen und ich hoffe inständig, dass ich es schaffe, das wieder zu etablieren, beziehungsweise das heißt wieder, denn in der Intensität habe ich es jetzt auch noch nicht gemacht. Zwei Dinge, die ich, also eine wisst ihr ja schon seit längerem wieder etablieren möchte, ist sinnvoll zu meditieren. Die zweite Sache, die ich gern etablieren wollte und die letzten Wochen da auch drüber nachgedacht habe, weil ich immer dachte, naja, aber wenn ich sowieso in dieser Stimmung bin, die ich dann abends eben habe, das heißt dieses Zurückgezogene, dieses ich schotte mich ab von der Umwelt, ich bin für mich allein, dann könnte ich ja auch mal irgendwie mich hinsetzen und meinen Körper dehnen, denn das hat mein Körper sowas von nötig und ich brauche mich halt nicht über Rückenschmerzen, vor allem im unteren Rücken, beschweren, wenn ich nicht mal versucht habe, weil ich zu faul war bisher, mal einen Monat lang mehrmals wöchentlich meinen unteren Rücken zu dehnen. Außerdem habe ich heute meine Stimmung aktiv gehoben. Es geht nicht darum zu kompensieren, es geht darum aktiv zu entscheiden, was tut mir gut und komme ich schon zum nächsten Thema Schlafrhythmus, das will ich auch nochmal erklären. Wissenschaftlich belegt ist ein geteilter Schlafrhythmus, der natürlichste Schlafrhythmus, den Menschen haben. Aufzeichnungen von früher zeigen, dass Menschen nicht 8 Stunden durchgeschlafen haben und auch Schlafexperimente zeigen, wenn du dem Menschen die aktive Zeitwahrnehmung nimmst und ihm nicht mitteilst, oh guck mal, jetzt ist es gerade hell draußen, jetzt ist Tag, jetzt ist es dunkel draußen, jetzt ist Nacht, sondern Menschen abgeschottet von der Wahrnehmung des Tagesrhythmuses von alleine einen Schlafrhythmus entwickeln lässt, das heißt, wenn sie nichts mehr zu tun haben, gehen sie ins Bett und schlafen dann so, wie sie eben schlafen. Solche Schlafexperimente haben gezeigt, dass auch bei diesen Menschen oder bei dem Großteil der Menschen sich ein geteilter Schlafrhythmus einpegelt. Die Menschen werden gegen 20 Uhr müde, schlafen dann bis ca. 0 Uhr, 1 Uhr, haben dann nochmal 1-2 Stunden Wachphase und schlafen dann nochmal ca. 4 Stunden. Und auch wie gesagt, Aufzeichnungen von früher belegen das, bevor es elektrisches Licht gab, ist man natürlich abends, weil nur bei Kerzenschein im kalten Wohnzimmer zu sitzen nicht sehr spannend war, ins Bett gegangen. Und dann ist man nachts wieder aufgewacht, gegen 0 Uhr, gegen 1 Uhr, wie auch immer die Schlafzeiten damals waren. Und da gerade im Mittelalter die Menschen ja sehr gläubig waren, haben sie diese Wachphase dann nochmal genutzt, um eben zu beten oder eben einfach sich die Gedanken zu machen, für die tagsüber keine Zeit war, weil man im Mittelalter halt auch den ganzen Tag arbeiten musste, wenn man überleben wollte. Behaupte ich zumindest, ich als alter Geschichtsexperte. Diese beiden Dinge verknüpft sagen eindeutig, unser durch Luxus generierter Schlafrhythmus, nämlich ich kann abends so lange wach bleiben, wie ich möchte, weil in meinem Wohnzimmer ist es hell und warm und ich gehe dann erst ins Bett, wenn ich richtig, richtig müde bin und schlafe dann 8 Stunden durch, ist nicht natürlich. Und eine dritte Sache, die für einen geteilten Schlafrhythmus spricht, ich habe jetzt schon von vielen Profi-Bodybuildern oder Leuten, die professionell Krafttraining oder Fitness oder Bodybuilding betreiben, gehört, dass auch diese nicht am Stück schlafen, sondern einen geteilten Schlafrhythmus haben. Und ich glaube, das krasseste, was ich mal gehört habe, ich weiß nicht mehr, wer das war, der hat im 2-Stunden-Rhythmus geschlafen.
geschlafen. Der ist morgens zeitig aufgestanden, vielleicht gegen 4 Uhr, hat dann bis 6 Uhr Sport gemacht, dann gefrühstückt und dann seinen ersten zweistündigen Powernap oder wie auch immer man das nennen mag, von 9 bis 12 gemacht. Oder von 8 bis 10 oder von 9 bis 11, was weiß ich. Dann wieder Mittagessen, nächste Trainingsphase, dann wieder von 12 bis 14 Uhr oder von 14 bis 16 Uhr geschlafen. Und das über den Tag verteilt, 8 Stunden im 2-Stunden-Rhythmus. Und auch er scheint damit ja klargekommen zu sein und das scheint sein Training gut beeinflusst zu haben, denn sonst hätte er das ja nicht gemacht. So, und jetzt nochmal Grüße aus dem Cut. Ich bin hier gerade auf dieser Seite betten.de, wo verschiedene Schlafmuster vorgestellt werden, weil es natürlich noch viel, viel ausführlichere Forschung dazu gibt. Und ich finde es halt so absurd, wenn man das sieht, hier sind mal verschiedene Schlafmuster aufgedröselt. Monophasischer Schlaf, biphasisches Schlafmuster, Jedermannschlaf und am krassesten das Übermensch-Schlafmuster, wo man alle 4 Stunden für 20 Minuten schläft und mehr nicht. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal 20 Minuten, das heißt 2 Stunden pro Tag schläft. Und wisst ihr, die meisten Menschen, ich verstehe halt nicht, warum so viele Normen auf unserer Welt sowas von keinerlei objektive Grundlage haben. Jeder geht einfach instinktiv davon aus, oh, alle schlafen immer nur nachts am besten 8 Stunden, also schlafe ich jetzt auch am besten nur nachts 8 Stunden. Aber mal drüber nachzudenken, dass es vielleicht gar nicht das ist, was richtig ist oder es viel, viel mehr gibt, das wird einfach ignoriert und das finde ich so traurig. Aber ja, guckt, checkt mal diese Seite zum Thema Schlafmuster, das ist ziemlich interessant. Das heißt, wir müssen einerseits weg von diesem Gedanken, ich schlafe jede Nacht 8 Stunden durch, auch wenn es natürlich schon hilfreich ist, für Leute, die sich da jetzt überhaupt nicht rantrauen, zu sagen, okay, es hilft natürlich wirklich, jeden Tag zur selben Zeit aufzustehen. Das habe ich früher tatsächlich mal geschafft, da bin ich täglich um 8 aufgestanden, egal ob am Wochenende oder eben in der Woche. Spätestens, wenn man durch Arbeit aber an manchen Tagen anders aufstehen muss, ist es natürlich direkt schon hinfällig und gerade wenn man in die Schule geht und unser deutsches Schulsystem nun mal Müll ist, nützt einem das auch nichts, weil da kann man sich keine sinnvolle Zeit raussuchen. Und jeden Tag um 6 aufstehen, wenn man nicht der Typ ist, der das kann, ist keine sinnvolle Lösung. Sage ich euch, wie es ist, dann schlaft lieber mal bis 6, mal bis 8, mal bis 9, mal bis 12. Zumindest meine Meinung. Trotzdem müssen wir eben weg von diesem Gedanken, dass ein langer Schlafrhythmus Sinn ergibt. Sehr viele so Dinge werden ja auch immer evolutionär begründet und man stellt sich dann mal vor, okay, was haben wohl die Urmenschen gemacht? Und die hatten da ihre Höhle und da gab es natürlich Leute, die die Höhle bewachen mussten. Auch nachts. Das heißt, theoretisch sollte es auch natürlich sein, und da kommen wir zum nächsten Punkt, warum mache ich einmal die Woche durch? Ich habe für mich entdeckt, das passt für mich perfekt. Ich habe auch für mich entdeckt, dass ich mit einem 24-Stunden-Rhythmus meine größten Probleme habe. Ich glaube, mein Körper ist eher darauf ausgelegt, auch wenn das jetzt natürlich wieder Selbstanalyse ist, mit einem 36-Stunden-Rhythmus viel besser klarzukommen. Da ich das aber auch nicht machen kann, weil ich nun mal arbeiten muss, versuche ich zumindest den 24-Stunden-Rhythmus einmal die Woche aufzulösen und ab Freitag quasi diesen 36-Stunden-Rhythmus zu leben. Das heißt, ich bleibe freitags länger wach, schlafe dafür dann samstags länger, bleibe samstags dann noch länger wach, schlafe sonntags noch länger, mache dann zum Montag durch und dann muss ich leider den 36-Stunden-Tagesrhythmus wieder auflösen, weil ich ja wieder arbeiten muss und habe dann also Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag wieder einen normalen Rhythmus. Ob das jetzt so viel besser ist, weiß ich auch nicht, aber für mich funktioniert es. Ja, wenn ich dann halt an die Höhlenmännchen denke, wo auch einer eine Nachtschicht einlegen musste, weil einer musste vor der Höhle sitzen und gucken, dass kein Löwe ankommt oder kein Mammut oder was weiß ich, scheint das ja irgendwie Sinn zu ergeben. Außer er glaubt halt nicht an Evolution, dann ist es halt für euch nur Quatsch. Aber da darf jeder natürlich seine eigene Meinung haben. So, und jetzt zurück zum eigentlichen Problem. Mein zweigeteilter Schlafrhythmus ist halt kein natürlich zweigeteilter Schlafrhythmus. Ich kenne das zur Genüge. Man geht irgendwie zeitig ins Bett, weil man sich müde fühlt. Und dann wacht man plötzlich gegen 22.30 Uhr wieder auf und kann nicht wieder einschlafen. Das wäre ein natürlicher zweigeteilter Schlafrhythmus. Man geht ins Bett, wenn man abends müde ist, wacht durch Zufall wieder auf, ist nochmal 1-2 Stunden aktiv und geht dann wieder ins Bett oder bleibt direkt im Bett und macht irgendwas. Wobei natürlich am Handy hängen dann in dieser Wachphase nicht gerade produktiv ist. Und dann ist man morgens ja auch nicht müde. Ich nehme mir jetzt aber natürlich diese Zweiteilung und forciere die auf festgelegte Zeiten, die ich nun mal nur schlafen kann, wodurch ich natürlich schon nachmittags müde bin, es mir also überhaupt nicht schwerfällt, auch heute nicht. Ich habe Game of Thrones ausgemacht, 17.29 Uhr und wirklich, ich drehe mich rum und bin weg. Ich habe keine Erinnerung, dass ich irgendwie auch nur eine Minute im Bett lag und irgendwie dachte so, oh, jetzt schlafen ein. Nein, ich habe mich rumgedreht und bin eingeschlafen.
geschlafen. Warum? Natürlich, weil durch diese extrem lange Wachphase zwischendurch nochmal meine zweite Schlafphase natürlich nicht wirklich so erholsam ist, wie sie sein könnte, wenn ich nicht nachts ins Fitnessstudio und davor noch Koffein konsumieren würde. Aber das ist meine Entscheidung. Und deswegen zurück zum Punkt, ich habe mir das heute erleichtert, denn ich kompensiere nicht, sondern ich unterstütze meine mentale Gesundheit, indem ich Dinge, die mir schwer fallen, durch andere Dinge unterstütze, die vielleicht nicht notwendig sind, aber durchaus hilfreich. Also habe ich mir eine Coke Zero Vanilla Flavor geholt und habe die heute direkt nach dem Mittagsschlaf, den ich auch ohne Wecker klingeln, mein Wecker stand auf 22 Uhr, ich bin 21.05 Uhr aufgewacht, trotzdem aber mit diesem typischen Mittagsschlaftief. Es macht keinen Unterschied, oder zumindest geht es mir so, ob ich irgendwie von 12 bis 14 Uhr einen Mittagsschlaf mache und aufwache und denke so, oh, welche Jahreszeit haben wir denn und in welchem Jahrhundert lebe ich? Oder das eben von 17.30 Uhr bis 21.05 Uhr mache, das Gefühl bleibt das gleiche und dann kann halt so ein schönes, kühles Getränk mit ein bisschen Koffein durchaus einen erfrischenden Effekt haben. Und heute war es dann so, und das war die letzten Tage nach dem erfolgreichen Mittagsschlaf auch so, früher, falls ihr euch an mein früheres Tagesablauf-Video erinnert, wo ich auch sagte, okay, nach dem Mittagsschlaf beginnt meine spirituelle Zeit, das heißt, ich bin erstmal eine Stunde hier irgendwie in meinem Schlafzimmer bei meinen Buddha-Sachen und versuche zu meditieren und zu lesen, also solche Sachen zu lesen, nicht jetzt irgendwie Unterhaltungslektüre, sondern was über Meditation, was über Buddhismus und so weiter und so fort. Und danach beginnt meine Sprachenlernzeit und ich lerne eine Stunde Sprache. Für mich ist es jetzt inzwischen utopisch, mir vorzustellen, ich sitze eine Stunde im Wohnzimmer Japanisch lernen. Ich meine, ja, Arabisch war damals frisch für mich und das war noch, oh cool und das und ah schön und ich kenne die Buchstaben noch aus der Grundschulzeit und ah, da war eine Stunde schnell rum. Aber jetzt die Vorstellung, ich lerne eine Stunde am Tag Japanisch, das wäre schon eher Stress. Diese spirituelle Stunde wiederum hat sich für mich die letzten Tage und Wochen, wenn ich darüber nachgedacht habe, immer wieder verlockend angefühlt. Und heute war mein Gefühl, dass ich will nicht mal ins Wohnzimmer gehen, sondern mich noch mehr abschotten. Dieses, ich mache internetfrei, ist ja in erster Linie, ich schotte mich ab, damit ich zu mir selbst finden kann und weniger Stress habe. Und dieses Gefühl heute, ich will nicht mal ins Wohnzimmer gehen, weil ich logischerweise mein Wohnzimmer auch mit Arbeit assoziiere, weil da steht mein PC und da schneide ich und so weiter, habe ich direkt, als ich mich hier im Schlafzimmer noch angezogen habe nach Mittagsschlaf, gemerkt so, ich will eigentlich jetzt hierbleiben. Ich will mich jetzt abschotten und irgendwie eine Stunde spirituell oder wie auch immer geartet für mich sein. Also, und das ist ja die hohe Schule, das internetfrei ist ja nur Mittel zum Zweck. Internetfrei zu machen unter Zwang ist ja nur Mittel zum Zweck, es nicht zu benutzen. Die hohe Schule ist ja freiwillig zu entscheiden, ich benutze das Internet nicht für Unterhaltung, für Konsum, für Kompensation, sondern nutze es für sinnvolle Dinge. Und genau das habe ich dann heute entschieden und habe gesagt, so, ich suche jetzt auf YouTube eine angeleitete Meditation, weil, wie gesagt, das Meditieren fällt mir sehr schwer und mit Anleitung fällt es natürlich immer leichter. Oder, was heißt natürlich, vielleicht gibt es Menschen, denen fällt das mit Anleitung nicht leichter, mir fällt es mit Anleitung leichter. Und da kommen wir zum nächsten Punkt und dieses Video wird jetzt eine halbe Stunde lang und dann kann ich direkt ins Fitnessstudio gehen. Es ist 23.13 Uhr inzwischen. Ich komme, wie gesagt, eher aus dem Buddhismus und im Buddhismus macht man Atemmeditation, die Achtsamkeit bringen soll. Das heißt, du kontrollierst deinen Atem nicht bei der Meditation, sondern du atmest frei und natürlich, sollst dich aber so achtsam wie möglich auf deinen Atem konzentrieren. An nichts anderes denken, alle anderen Gedanken ausblenden, sondern achtsam, einsgerichtet, hochkonzentriert auf deinem Atem verweilen, ohne den Atem zu kontrollieren. Und das finde ich so dermaßen schwer, weil mein Gehirn nur abgelenkt ist und ich dann automatisch versuche, meinen Atem zu kontrollieren, weil ich mir so denke, okay, ich konzentriere mich auf meinen Atem. Ach nein, ich soll ja nicht meinen Atem kontrollieren. Atme ganz natürlich. Und dann atme ich halt ganz natürlich und dann habe ich ja nichts mehr, worauf ich mich konzentrieren kann körperlich. Und dann, ach guck mal, und ach nee, warte, ich war ja bei meinem Atem. Ich bin wirklich, was buddhistische Meditation angeht, richtig schlecht. Also habe ich mir gedacht, okay, bevor ich gar nicht meditiere, und das habe ich mir schon letztes Jahr und vorletztes Jahr gedacht, gucke ich mal in die anderen Religionen rein. Und die zweitbekannteste Religion mit Meditation ist natürlich der Hinduismus. Und im Hinduismus spielt ja das Yoga eine große Rolle. Und viele denken bei Yoga jetzt an irgendwelche Körperverrenkungen und Dehnübungen. Aber Yoga im eigentlichen Sinne heißt Atemkontrolle, ja? Nicht Atemmeditation, sondern Atemkontrolle. Also das, was mir viel einfacher fällt. Das heißt, ich entscheide in verschiedenen Atemübungen, okay, ich atme 4 Sekunden ein, halte 4 Sekunden die Luft an, atme 8 Sekunden wieder aus und ähnliches, ja? Und das wird dann ausgeweitet. Verschiedene Liege- und Sitzpositionen. Das heißt, ich kann aktiv in der Meditation sein, was mir, der passiv meditieren nicht kann, halt viel einfacher fällt. Und das Problem ist, ich habe mir da vor 2 Jahren schon ein E-Book runtergeladen, habe das dann meistens im Fitnessstudio nach dem Saunagang gelesen, aber ich bin halt alt und habe ein beschissenes Gehirn und kann mir Dinge nicht mehr merken. Das heißt, alles, was ich irgendwann mal dazu gelesen habe, ist
zwar irgendwo noch in meinem Unterbewusstsein hinten verkramt gespeichert und ich könnte das, wenn ich es nochmal lesen würde, sofort wieder erinnern, aber ich kann es jetzt nicht abrufen. Also ich weiß nicht mehr, wie soll ich mich hinlegen, wie soll ich mich hinsetzen. Okay, da war was mit Bauchatmung, da war was mit Brustatmung und mit Schlüsselbeinatmung und irgendwas war hier und da und ich weiß es nicht mehr. Also habe ich gedacht, komm, ich suche mir, weil ich ja sowieso auf YouTube war und nach geführter Meditation gesucht hatte und es mir dann eben Pranayama, also Atemkontrolltechniken, in einem fünfwöchigen Lehrgang, in mehreren langen Videos von so einem coolen Typ hier angezeigt hat, habe ich gedacht, so, jetzt ist es soweit. Ja, es ist natürlich Verschwendung, dass ich das Buch auch noch besitze und ich könnte auch eigentlich wieder lesen und direkt versuchen, es anzuwenden. Aber nö, warum? Wenn da jemand sitzt, ich mich hier entspannt daneben hinlegen, hinsetzen, hinstellen kann und er mir die Dinge einfach nochmal erklärt. Deswegen habe ich jetzt die Videoreihe gestartet, die wie gesagt 5 Wochen einen begleiten soll und eine Einführung für Anfänger in die Atemkontrollmeditation Pranayama sein soll. Ja, so habe ich tatsächlich das ganze 44 Minuten Video aktiv geschaut, nebenbei die Übungen schon gemacht. Das war natürlich erstmal das Einführungsvideo, als nächstes kommen 2 praktische Videos und da kommen wir zum nächsten Punkt, was natürlich schade ist, was mir aber vielleicht auch hilft, weil ich bin ja so dieser ganz oder gar nicht Typ und schaffe es dann aber meistens ganz nicht durchzuhalten. Und genauso ist, wie gesagt, der Mittagsschlaf nicht unbedingt erholsam, ja, vielleicht körperlich, aber psychisch einfach extrem stressend aufgrund dieses Aufwachgefühls. Irgendwann hatte ich so diesen Aha-Moment, Moment mal, du machst diesen Mittagsschlaf ja wirklich nur 2 Tage die Woche und manchmal ist es einfach so dieses, ach ja, was man braucht, um irgendwie weniger gestresst zu sein, weil sonst war das immer so, oh fuck, und dann Mittagsschlaf, oh, und danach fühle ich mich schlecht und dann muss ich noch irgendwie was erledigen, Haushalt und dann noch ins Fitnessstudio, oh, und dann kann ich wieder nicht richtig schlafen, oh Mist, nur 3 Stunden geschlafen, den ganzen Tag arbeiten, oh schön, jetzt kann ich, heute zum Beispiel habe ich mich sehr auf meinen Mittagsschlaf gefreut, weil ich natürlich viel müder war, weil ich ja heute Nacht schon im Fitnessstudio war. Vorm letzten Lockdown hatte ich mir zum Beispiel angewöhnt, heute, also donnerstags, keinen Booster vom Training zu trinken, damit meine Nacht zum Freitag entspannter wird. Ich werde es heute trotzdem mit Booster testen, gucken, wie das mit dem Schlafen klappt. Und wenn es halt nur eine 3 Stunden Nacht wird, wird es nur eine 3 Stunden Nacht. Das wird sich dann zeigen. Kann ich ab nächste Woche immer noch umentscheiden. Aber ja, Fakt ist, ich muss mir immer wieder vor Augen halten. Ich darf das nicht vergessen. Es sind nur 2 Tage in der Woche. Die restliche Woche kann ich, selbst wenn ich mich freiwillig dazu entscheiden sollte, weil ich am Samstag oder Sonntag nochmal müde bin, einen Nachmittagsschlaf zu machen, ja trotzdem wissen, ich kann am nächsten Tag ausschlafen. Gut, Sonntag war jetzt schlechtes Beispiel, da schlafe ich gar nicht. Aber ich weiß, dass ich von Montag zu Dienstag ausschlafen kann. Ich kann von Dienstag zu Mittwoch ausschlafen. Ich kann von Freitag zu Samstag und von Samstag zu Sonntag ausschlafen. Das heißt, 4 Tage der Woche, die ich ausschlafen kann und mich also nicht gestresst fühlen muss, nur weil ich 2 Tage halt einen etwas schwierigeren Schlafrhythmus habe, beziehungsweise keinen schwierigen Schlafrhythmus, sondern einfach Schlaf. Mangel. So, jetzt nochmal ganz kurz Grüße aus dem Cut, weil ich mich ja wirklich vollkommen behindert ausgedrückt habe. Der Schlafrhythmus ist ideal, deswegen habe ich den vorhin ja gelobt. Mein Problem an der Stelle sind 2 Dinge. Erstens, ich kann halt Donnerstag und Freitag früh nicht ausschlafen, weil ich um 11 auf Arbeit sein muss. Das heißt, 9.30 Uhr klingelt spätestens mein Wecker. Und selbst das wäre kein Problem. Das war früher kein Problem, als ich noch jung war und nicht so koffeinabhängig war. Da bin ich nachts ins Fitnessstudio gegangen ohne Koffein, konnte also ganz gechillt einschlafen und dann auch sinnvoll schlafen. Jetzt, wo ich aber vor jedem Training nachts einen Booster trinke, kann ich erstens nicht gut einschlafen und wenn ich dann einschlafe, bin ich in einem koffeinüberlasteten, sehr, sehr flachen Schlaf, der halt nicht sehr erholsam ist. Der Schlafrhythmus an sich ist also ideal und wunderbar. Ich mache ihn nur mit Koffein kaputt, weil ich alt bin. An den Tagen, wo ich manchmal einen Durchhänger habe und es nicht schaffe, ins Fitnessstudio zu gehen, trotzdem aber Nachmittagsschlaf gemacht habe, ist das halt absolut kein Problem. Dann werde ich gegen 1 Uhr, 2 Uhr wieder müde und schlafe dann halt von 2 Uhr bis 9.30 Uhr nochmal knackige 6 Stunden. Und mir geht's wunderbar, aber Koffein ist Teufelszeug und ich mache mich damit kaputt. Ja, und all das wollte ich euch jetzt einfach erzählen, weil das ist ja hier meine kleine Therapie-Session mit mir selbst. Das hilft im Übrigen wirklich so. Und das ist das letzte Thema, was ich noch anschneide, bevor ich dann ausmache. Butter bei die Fische, Karten auf den Tisch. Wer hätte auch was anderes gedacht? Wie gesagt, die letzten oder vor 2 Jahren, die 2 Jahre vor den letzten 2 Jahren, also vor 4 Jahren beginnend 2018, kann in meinem Leben wieder mal eine Phase, die nicht gut war, überhaupt nicht gut, grenzwertig. Also wirklich, denkt jetzt nicht irgendwie, ich rede von einer Lappalie, sondern wir reden von richtig heftiger, dreckiger Scheiße. Und natürlich sucht man sich, wenn man intelligent genug ist, um sich einzugestehen, dass man Hilfe benötigt, dann einfach
einfach Hilfe. Und diese Hilfe stellt man sich sehr oft anders vor, als sie dann schlussendlich ist. Ich hatte schon ein bisschen Erfahrung damit und deswegen war mir klar, okay, einfach nur sich alles von der Seele reden zu können. Und ich rede nicht davon, dass man mit Freunden spricht, sondern man weiß, die Person, die mir da jetzt gegenüber sitzt, und ich rede jetzt von einer Psychologin oder einem Psychologe, wird bezahlt dafür, um dir zuzuhören und dir dann auch noch Ratschläge zu geben. Das ist einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht, ja? Sich einfach einmal alles von der Seele reden zu dürfen und zu wissen, das ist jetzt nicht ein Freund, dem ich damit auf den Sack gehe, hilft ungemein. Außerdem bin ich der Typ Mensch, eben schon gesagt, manchmal brauche ich diesen Aha-Effekt. Und dieser Aha-Effekt kommt manchmal besser, wenn man Dinge ausspricht. Und dieser Aha-Effekt kommt manchmal noch besser, selbst, also es gab schon extrem oft den Moment, dass ich exakt wusste, was die Antwort der Psychologin sein würde. Aber nur, dass sie mir das nochmal sagt, hat in mir den Prozess besser in Gang gebracht. Das heißt, ich kann jedem, aber das ist natürlich Quatsch, weil die Empfehlung nützt euch nichts, weil Therapieplätze sind rar wie Sand am Meer. Nein, wie heißt das? Sind einfach extrem rar. Ich finde, es sollte jedem Menschen irgendwie gesellschaftlich, staatlich ermöglicht sein, einmal im Monat, einmal im Vierteljahr einfach zu jemand Professionellem hingehen zu dürfen und zu sagen, ey yo, ich erzähle jetzt mal alles, was mich gerade bedrückt und sie geben mir ein paar Tipps, ja. Das soll nichts Weltbewegendes sein, das soll keine krasse Therapie sein, einfach nur, dieser Mensch wird bezahlt, um mir jetzt eine Stunde zuzuhören und ich darf einmal, egal wie langweilig oder egal wie nervenaufreibend das ist, alle meine Probleme erzählen. Und da ich natürlich mich jetzt nach 2 Jahren des Prozesses wieder gefangen habe, mein Leben wieder im Griff habe, eigentlich soweit alles gut ist, habe ich momentan nur noch 4 Termine pro Jahr. Ja, einmal im Vierteljahr gehe ich dahin, erzähle mir nochmal alles von der Seele, was so das letzte Vierteljahr relevant war, wie ich Fortschritte gemacht habe, was ich nicht umsetzen konnte, was ich umgesetzt habe und so weiter und so fort. Allgemein bin ich, glaube ich, der Lieblingspatient eines jeden Psychologen, weil ich halt einfach dadurch, dass ich mich so sehr mit mir selbst beschäftige, meistens eben mit den Lösungen parat schon komme. Ich es halt nur nochmal bequatschen und das offizielle Go haben möchte. Also ganz oft saß ich einfach 55 Minuten da, habe alles erzählt, was relevant war, habe erzählt, wie ich dagegen vorgegangen bin, habe erzählt, wie mir leicht oder schwer fiel, wie ich es verändert habe und wie ich es in Zukunft weiter umsetzen wollte. Und die Antwort der Psychologin war, ja, machen Sie genau so weiter. Wo ich mir denke, ja, dafür wurde die jetzt bezahlt und zwar wahrscheinlich doppelt so hoch wie ich. Aber egal, wie gesagt, mir hilft es und das ist die Hauptsache. Da ich jetzt aber nur noch im Vierteljahr einen Termin habe und das wahrscheinlich auch nur noch bis Sommer, ich glaube, ich habe nur noch 3 Termine übrig, dann bin ich durch. Ja, habe ich natürlich gemerkt, dass auch mit dem Handy zu sprechen und wissend, das ist der, glaube ich, Unterschied, dass eben doch nicht nur ich meine Videos gucke, sondern da doch irgendwie 30 Leute sind, sei es auch nur Leute, die nur die ersten 2 Minuten von jedem Video anklicken und dann sagen, ah nee, ist mir zu langweilig, ich mach aus. Das ist wie so eine kleine Therapie-Session. Also, vielleicht funktioniert das auch ohne Publikum, ich weiß es nicht, aber wenn ihr irgendwelchen Stress habt, wenn ihr irgendwelche Probleme habt, empfehle ich euch, nehmt euch euer Handy oder eine Kamera oder was auch immer und fangt einfach mal an, Daily-Vlogs zu drehen und in diesen Daily-Vlogs auch über eure Probleme zu sprechen, so wie ich das hier einfach rigoros gemacht habe. Egal wie unangenehm es ist, ihr müsst das ja nirgendwo hochladen, aber macht das, geht auch in den Prozess des Schneidens rein, weil da setzt ihr euch ja automatisch nochmal mit euch selbst auseinander, hört euch selbst an, schneidet es zurecht, schneidet raus, was vielleicht Quatsch war. Es hilft einfach. Ich finde es mega. Das werde ich. Ich habe nächsten Donnerstag mal wieder einen Termin und da werde ich es auch erzählen, dass ich mir selbst weiterhin geholfen habe, indem ich etwas gefunden habe, was es mir hilft, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen, aber auf eine produktive Weise. Nicht auf diese, ich zerdenke alles und es wird immer schlimmer, sondern ich spreche Dinge aus, ich erkläre Dinge, die ich besser machen möchte, ich mache die Dinge daraufhin auch besser, ich habe so einen gewissen Leistungsdruck, der aber nicht zu hoch ist, denn wenn ich sage, ich mache jetzt diese Vorsätze und ihr habt es gehört, dann habe ich natürlich viel mehr Leistungsdruck, habe ich ja schon erklärt, aber es ist jetzt nicht so, dass ich denke, oh fuck, jetzt habe ich im Video erzählt, ich kaufe kein Fleisch, oh Mann, ich würde so gern Fleisch kaufen, oh nein, ich darf nicht, oh mein Gott, mein Leben wird scheiße, nein, so ist es ja nicht, sondern es hilft mir auf eine sehr, sehr nette Weise und das freut mich. So, und es war gar nicht der letzte Punkt, denn ich wollte noch einen zweiten Punkt ansprechen, aber den habe ich vergessen. Fuck, der fiel mir ein, als ich sagte, das ist jetzt der letzte Punkt, den ich anspreche. Warte mal, was wollte ich denn noch sagen? Ach so, ganz am Anfang habe ich, glaube ich, einen Satz gesagt, der ging los mit 2. So, und die zweite Sache, die ich ja vorhin schon angesprochen habe, nämlich Dehnung, habe ich dann auch doch im Anschluss an eine Dreiviertelstunde Video zum Thema Atemkontrollmeditation, Yoga, Pranayama, habe ich dann jetzt auch noch ein halbstündiges Dehnungsvideo für den unteren Rücken angeschaut und parallel mitgemacht, wo sich jeweils in einer Übung 90 Sekunden lang gedehnt wird. Ich spüre zwar auch jetzt meinen unteren Rücken, also ich bin sehr gespannt, inwiefern das Fortschritte bringt, weil das ist ja wirklich so meine letzte Hoffnung,
mein unterer Rücken geht mir mega auf den Sack. Und es fühlt sich aber nicht an wie klassische Gelenkprobleme, Rückenschmerzen, sondern wirklich wie schlecht gedehnte, verhärtete, verkürzte Muskulatur. Deswegen hoffe ich halt sehr, dass die Dehnung etwas bringt. Denn wenn das jetzt nichts bringen würde, das wäre natürlich sehr enttäuschend. Ich werde jetzt also direkt ins Wohnzimmer gehen, meine Trainingssachen packen, eine Folge Barkey schauen und freue mich dann wieder aufs Fitnessstudio. So, und jetzt gucken wir mal, wie lang dieses Video geworden ist. Knackige 27 Minuten. Ich werde morgen und am Samstag und am Sonntag nichts anderes machen als schneiden. Wow, und ich habe ein krasses Problem, dadurch, dass ich jetzt so lange nicht geschnitten habe und doch so viel gefilmt habe. Ich habe jetzt erstmal die Zeit verplempert, jetzt inzwischen 0.26 Uhr die Videos rüberzuziehen, weil auf meinem Handy schon wieder kein Speicherplatz war. Ich konnte es aber nicht löschen, weil ich es noch nicht auf dem PC hatte, weil ich so lange nicht geschnitten habe. Und hatte das erste Mal das Problem, dass ich auf meinem PC nicht genug Speicherplatz habe, auf meiner Festplatte C, wo nur noch 18,5 GB frei sind und ich die Videos nur mal auf dem Desktop speichere, das heißt auf meiner Systemplatte, dass ich nicht alle Videos rüberziehe. Konnte. Wow. Das heißt, ich muss morgen echt loslegen mit Schneiden. Aber das ist ja dumm, weil... Na egal, ich muss dann ja eh eine neue Datei anfangen, weil sonst ruckelt es wieder. Ah Mann. Ich wollte eigentlich alle Deep Talks in ein Video schneiden, aber das wird nicht klappen. Das wird nicht klappen, weil ich kann es ja hier erst vom PC runter löschen, wenn die Datei gerendert ist. Was das nächste Problem... Oh Gott, nee. Speicherplatzprobleme und das im Jahr 2022. Ich bin ein ganz schönes Opfer, ey. So, noch ein Satz zu sagen, weil ich glaube, ich klang vorhin natürlich sehr negativ, was meinen Nachmittagsschlaf angeht. Fakt ist, ich bin jetzt richtig fit und stabil. Es ist null oder irgendwas und ich bin richtig fit. Ich bräuchte jetzt eigentlich keinen Booster. Ich habe es aber vorhin gesagt, ich möchte es heute Nacht einfach testen. Ich habe deswegen den kleinsten Booster, den ich je getrunken habe, mir gemischt. Also den Löffel wirklich nur ganz glatt gestrichen voll gemacht. Das habe ich noch nie gemacht. Ja, werde sehen, wie sich das dann diese Nacht auswirkt. Und das ist das Positive an der Sache, ja. Der Nachmittagsschlaf zerfickt mich für einen gewissen Grad psychisch, für eine gewisse Zeit, eine halbe Stunde, eine Stunde. Danach zeigt sich aber eben, wie sinnvoll dieser Schlafrhythmus ist, denn es ist 0.30 Uhr und ich fühle mich agil und fit. Erinnert euch bitte an die ganzen Videos der letzten Wochen, wie ich nach der Arbeit 16, 17 Uhr zu Hause auf meinem Stuhl hing und ich hing durch. Ich war müde, ich war schlapp und es gab keine Zeit meines Tages, wo ich mich fit und agil gefühlt habe. Früh nach dem Aufstehen war ich zerfickt, dann war ich auf Arbeit, ja, da hat man sich dran gewöhnt, dass man halt wach ist. Nach der Arbeit war ich müde, schlapp und K.O. Es gab keinen Zeitpunkt an meinem Tag, obwohl ich genauso viel oder gleich viel Energy bzw. Koffein konsumiert habe, an dem ich mich irgendwie fit gefühlt habe. Mit dem jetzigen Schlafrhythmus bin ich hier quietschfidel, agil und setze noch mehr Dinge in meinem Leben um, die mir gut tun. Also ja, ich habe vorhin sehr viel Negatives gesagt, aber Fakt ist, der geteilte Schlafrhythmus ist die oberste Premium-Sahne, die ihr eurem Körper geben könnt. Ja, das ist Tatsache. Ihr müsst halt nur gucken, wie ihr das Ganze mit dem psychisch zerfickenden Mittagsschlaf vereinbaren könnt. Am besten ist deswegen einfach ein natürlich geteilter Schlafrhythmus. Ob man den etablieren kann oder nicht, ist aber jedem seine Sache oder eben, ne, habe ich vorhin alles erklärt. So, und weil es jetzt schon zu spät ist, gucke ich keine Folge Anime mehr. Baki muss heute warten und geht jetzt direkt ins Fitnessstudio. Schön knackig Beine trainieren. Boah, und Leute, wisst ihr, was ich auch merkwürdig finde? Punkt 1, ich wohne seit 2014 in dem Haus. Wir haben 60 Haushalte in dem Hochhaus und du siehst von diesen 60 Haushalten immer nur dieselben 20 Leute. 20 schon hochgerechnet. Ich sag mal, dieselben 10 Leute. Ja, denen begegnest du regelmäßig und die anderen 50 hast du noch nie in deinem Leben gesehen. Schön, dass jetzt direkt wieder Wind kommt. Und was aber merkwürdig ist, ich weiß nicht, warum andere von den Leuten, die man trifft, dann aber auch gleich immer wissen, wer ich bin. Denn ich weiß nicht, wer die Leute sind. Wenn ihr mich jetzt fragen würdet, von diesen 15 Leuten, die man regelmäßig sieht, wer sind die denn? Also wie heißen die? Es geht mir um den Namen, ja. Wie heißen denn die Leute? Dann müsst ihr euch sagen, ja, keine Ahnung. Also wie meine Nachbarn heißen, weiß ich natürlich, weil man sieht das auf dem Klingelschild. Und bei den Leuten, wo ich regelmäßig meine Post abhole, weil sie Pakete entgegennehmen, weiß ich, wie die heißen. Aber bei den anderen Leuten, die trifft man ja nur im Fahrstuhl, im Treppenhaus, vor dem Haus, ja, und sagt ja nicht, hallo, ich heiße so und so, sondern redet nur kurz Smalltalk und geht weiter. Und andersrum ist das aber irgendwie anders, denn das ist auch nicht das erste Mal passiert. Einer, den ich regelmäßig treffe, weil der häufiger am Tag mit seinem Hund Gassi geht, das heißt, man hat natürlich auch eine höhere Chance, den zu treffen, mit dem ich mich immer nett unterhalte, hat ein Paket für mich angenommen. Und als ich das dann abgeholt habe, hat er gesagt, na, eigentlich mache ich sowas nicht, aber weil wir uns ja kennen, habe ich es für dich angenommen, ne? Also wenn was ist, deine Pakete nehme ich ruhig an. Wo ich mir so dachte, okay, aber wenn der Postbote klingelt und fragt, wollen Sie ein Paket entgegennehmen? Und er sagt, na, für wen denn? Und dann fällt mein Name und ich
ich habe mich noch nie namentlich bei diesem Mann vorgestellt. Woher weiß er denn, wie ich heiße? Also, hätte der Postbote mir gesagt, wollen Sie für den Herrn Krause ein Paket annehmen, dann hätte ich gesagt, keine Ahnung, wer der Herr Krause ist. Ja, aber klar, geben Sie das Paket her. Das finde ich sehr interessant und gleichzeitig merkwürdig. Woher, also, es kann ja nur folgendermaßen stattfinden. Die Leute checken, an welchem Briefkasten ich dann immer mal meine Post raushole, wenn man gemeinsam reingeht und gucken dann später, ah, der heißt also so. Ja, wo ich mir so denke, okay, ich mache das tatsächlich nicht. Mir ist egal, an welchem Briefkasten die Leute sind. Und anderweitig kommt man ja nicht zu dem Namen. Ja, das wollte ich noch erzählt haben, weil ich es, wie gesagt, hasse, zum Fitnessstudio zu laufen, ohne mit irgendwem zu kommunizieren. Naja, so, und jetzt habe ich nochmal einen halben Herzinfarkt bekommen, weil ich vorhin, als ich meinen Rucksack gepackt habe, nicht aktiv wahrgenommen habe, wie ich die Karte eingepackt habe. Denn ich brauche unbedingt einen zweiten Rucksack, denn ich wechsle jetzt immer die Vordertasche meines Rucksacks zwischen Fitnessschrott und Arbeitsschrott. So, weißt du, auf Arbeit brauche ich ein paar Kulis, Kaugummis und Portemonnaie und so Kram. Und Fitnessstudio brauche ich halt Karte und Pads und Magnesium und Co. Und ich habe halt nicht aktiv wahrgenommen, wie ich, als ich das vorhin gewechselt habe, die Karte reingesteckt habe und dachte deswegen jetzt kurz, fuck, die liegt nur irgendwo im Flur rum. Aber nein, ich habe sie zum Glück mit und freue mich sehr auf mein Beintraining. Leute, Alter, wie sehr ich Menschen hasse, wird wirklich einfach nur im Fitnessstudio deutlich. Also zunächst mal Folgendes. Und ich darf das sagen, weil es mir jedes Mal unangenehm ist, auch wenn es gar keinen Sinn ergibt. Ja, wenn man ein Wartezimmer betritt, eine Umkleidekabine oder einen Bereich, auf dem oder in dem sich Menschen befinden, dann sagt man, guten Tag, guten Morgen, guten Abend, hallo. Ja, und das gehört sich, so wie für das Wartezimmer beim Arzt, genauso fürs Fitnessstudio. Und ich sah schon anhand der parkenden Autos, ja, toll, heute sind irgendwelche Spackos da, die sonst nie da sind. Ich lief in Richtung des Bereichs, wo sie sich aufhielten und einer war direkt neben der Tür. Also habe ich natürlich Hallo gesagt. Ja, da wird man konsequent ignoriert und da ist meine Meinung schon vorgefertigt. Ja, ich habe sowieso schon eine vorgefertigte Meinung gegenüber Menschen, die einmalig nachts im Fitnessstudio trainieren oder es vielleicht einem halben Jahr einmal machen. Diese vorgefertigte Meinung wurde dann natürlich unterstützt. Und ja, ich hoffe inständig, dass es nur meine Vorurteile sind. Ich hoffe inständig, dass es einfach nur meine falsche Einschätzung ist, weil wie kann man denn so behindert arrogant sein, weißt du? Da weißt du genau, okay, das sind gut durchtrainierte Typen. Die gehen regelmäßig ins Fitnessstudio, vielleicht sogar 5-mal oder 6-mal die Woche, also mehr als ich. Und ja, die sind definitiv auch muskulöser als ich und haben definitiv etwas an sich, was ihnen eine gewisse Grundarroganz vermitteln darf. Ja, sie haben das Recht dazu. Aber warum muss man das denn sein? Warum muss man das denn sein? Wie gesagt, da geht's los, dass man nicht mal Hallo sagt. Und das Schlimme ist, dass die halt, das ist das, was mich so aufregt, ja. 4-mal die Woche bin ich da, das heißt, ich wüsste, wenn die regelmäßig nachts da wären, sind sie also nie. Ja, ich bin mir sicher, ich habe die schon einmal gesehen, aber wie gesagt, das ist einmal im halben Jahr, wenn es hochkommt. Und dann zu wissen, die denken jetzt, sie wären die absoluten Ficker, weil sie einmal nachts trainieren, ja, und sich genauso geben und dastehen wie die arrogantesten Präsis vom Dorf, Alter. Da kommt mir einfach das Kotzen. Und das noch Schlimmere ist ja, weil die nie da sind, wissen die ja nicht, dass ich das regelmäßig mache. Das heißt, die denken wahrscheinlich, ah, guck mal, der da hält sich für ganz cool, weil er nachts trainieren geht. Wir machen das ja heute nur als Ausnahme, aber guck uns mal an, wir sind muskulös. Aber der denkt jetzt, er wäre was, weil er nachts trainieren geht. Und das Dumme ist, ich denke das ja von denen auch, aber ich zu Recht, denn ich gehe immer nachts trainieren, ja, und weiß, dass die nie da sind. Die denken das, ohne irgendeinen Anhaltspunkt zu haben. Da bin ich mir sicher, ey, wirklich solche, ah, Opfer, Alter. Und da, boah, wirklich, da spüre ich so einen Hass auf Menschen, die ich gar nicht kenne, der so unberechtigt ist und so unbuddhistisch. Aber kann ich mich nicht zurückhalten. Wirklich, die ruinieren mir dann mein ganzes Training, weil ich mich die ganze Zeit beobachtet fühle und dann mache ich halt zu Beginn eine Übung, in der ich nicht gut bin und fühle mich noch mehr beobachtet und denke mir so, ja toll, nur weil ihr hier, was weiß ich, mit 150 Kilo Bankdrücken macht, müsst ihr mich nicht auslachen, nur weil ich hier irgendwie RDLs mit 40 Kilogramm plus Stange mache, aber ist ja nicht so, als hätten sie gelacht, ja. Ich weiß noch nicht mal, ob sie innerlich gelacht haben, ich weiß auch nicht, ob sie das Böse gedacht haben, was ich von ihnen denke, was sie denken, aber ich denke halt, dass sie das denken und das macht sie so arrogant. Ja, mich auch, aber ich gehe wenigstens regelmäßig nachts trainieren und nicht nur einmal im halben Jahr und denke dann, ich stelle irgendwas da, ey. Wirklich, regt mich sowas auf, ey. -2 Grad. So, heutige Tagesaufgabe. Freundebuch ausfüllen. So.
So, kurzes Update zum Thema zweideutige Aussagen der Kinder. Gestern kommen zwei Mädchen zu mir. Wir haben so ein Rohseil, wo man sich eigentlich Springseile in verschiedenen Längen abschneiden kann. Aber natürlich finden es die Kinder auch cool, mit so einem 30 Meter langen Rohseil draußen rumzurennen. Also Rohseil im Sinne von, ist halt 30 Meter lang und man soll sich eigentlich Stücken davon abschneiden. Ja, um den Bauch gebunden, nach hinten gedreht, kommen zwei Mädchen an. Gucken Sie mal, wir haben einen ganz langen Schwanz, aber der hängt leider. Und dann sagt der Kollege nur so, ja, das ist bei den Langen meistens so, dass die hängen. Ja, das war Punkt Nummer 1 und dasselbe Mädchen hat eben im Spätdienst zu mir gesagt, also wir haben mit dem Gummiband auf den Becher geschossen und haben so aus Spaß gesagt, ja, wenn ich jetzt treffe, geht das Kind in eine andere Klasse und ich krieg dafür das Kind. Und das Mädchen war voll dabei, hat gesagt, ja, wenn du jetzt nicht triffst, gehe ich in eine andere Klasse. Und dann irgendwann war es aber langweilig, wir hatten alle Kinder hin und her getauscht und das Mädchen wollte sich also eine neue Belohnung ausdenken, wenn ich treffe oder wenn ich nicht treffe. Also hat sie gesagt, okay, wenn du jetzt triffst, dann darfst du mal meine Katze streicheln, aber nur wenn du kommst. Und ja, Katze streicheln an sich ist ja nicht wirklich zweideutig, auch wenn man natürlich mit sehr viel sexueller Fantasie das Zweideutiges reininterpretieren kann. Aber mit der Zusatzaussage, aber nur wenn du kommst, und natürlich, sie wollte sagen, wenn du mal zu mir nach Hause kommst, darfst du meine Katze streicheln. Ja, aber die Aussage, wenn du triffst, darfst du meine Katze streicheln, aber nur wenn du kommst. Ja, ich find's, wie gesagt, witzig. So, jetzt laufe ich zur Haltestelle und dann geht's ab zum Arnis. Ich habe exakt dasselbe Problem wie letzten Samstag. Dieses Wochenende ist das offizielle Wochenende ohne meine Freundin. Ich schneide jetzt gerade seit, weiß ich nicht, 20 Minuten vielleicht. Ich habe davor eine Pizza gegessen, Thunfisch natürlich, diesmal aber bestellt bei Domino's, weil es 30% Rabatt gab. Mir ist natürlich auch bewusst, warum es letzten Samstag so krass war, denn ich trinke natürlich jetzt Samstag früh kein Energy mehr, weil ich weiß, Samstagnacht kommt ein Booster. Und das heißt, ich bin nachmittags auf eine andere Art und Weise müde und schläfrig, als ich das früher war. Und bevor die Fitnessstudios wieder geöffnet haben, hätte ich jetzt einfach da gesessen und weiter geschnitten, weil ich ja gewusst hätte, okay, ich kann ja dann gegen 22 Uhr ins Bett gehen. Aber mit diesem Hintergedanken, nee, mein Tag geht ja noch bis mindestens 4 Uhr morgens. Und das ist erst in 12 Stunden. Denke ich jetzt tatsächlich wieder drüber nach. Nee, ich unterbreche das Schneiden jetzt, leg mich hin, stell mir wieder irgendwie einen Wecker auf 19 Uhr, weil ich wieder mal noch einkaufen gehen muss und Rewe nebenan leider nur noch bis 20 Uhr geöffnet hat. Oder ich gehe jetzt einkaufen und lege mich dann hin, weil irgendwie, aber ich komme halt mit Schneiden nicht hinterher, deswegen sagte ich ja, ich werde heute eigentlich die ganze Zeit schneiden müssen. Ich wollte jetzt eigentlich durchgängig bis zum ins Fitnessstudio gehen, auch wenn es hart klingt, schneiden. Bin gleichermaßen auch wieder einfach durch die Müdigkeit emotional, obwohl das, wie gesagt, so wie auch letzten Samstag nicht mal die Nachmittagsschläfrigkeits- Emotionalität ist. Ich habe mega Bock, Haikyuu zu gucken. Gestern kam ein weiterer Stressfaktor in meinem Leben dazu, der mir wieder zeigt, wie sehr Dinge für mich wirklich Relevanz haben und dann, wenn sie sich ändern oder ein gewisser Faktor sich ändert, mich halt extremst stressen. Ey, das ist heftig. Das ist heftig. Mann, Freunde der Vlogs, und jetzt weiß ich nicht weiter, jetzt bin ich natürlich irgendwie angepisst, weil ich weiß, wenn ich dann wieder schlafen gehe, dann hänge ich wieder in diesem Tief drin und dann, oh Mann, was mache ich denn jetzt? Ich gehe jetzt einkaufen, hole mir eine große Flasche Cola und versuche wach zu bleiben. Komm, los, sonst brauche ich keine Videos mehr machen, ganz einfach. Das ist Fakt. Jetzt gerade reiße ich am Riemen, wenn man seinen Namen nicht sagt, ist echt doof. Mann, reiß dich am Riemen, dann brauchst du keine Videos mehr machen. Ja, ich müsste mich jetzt vor den Spiegel stellen. Es nützt nichts, wenn ich euch angucke. Aber Mann, hier, du, reiß dich am Riemen, sonst brauchst du keine Videos mehr machen, wenn du dann nicht zum Schneiden kommst. Boah, das ist wie das Thema Pflanzen. Pflanzen sind super schön und die erfreuen mich total. Aber sobald der Faktor sich ändert, nämlich, oh, in diesem Winter gehen komischerweise Pflanzen ein, die den letzten und vorletzten Winter ganz normal überstanden haben. Das heißt, Pflanzen sind plötzlich anstrengender. Fühle ich, wenn ich da nur hingucke auf dieses verkrüppelte Stück Scheiße. Stress, Mann. Boah, ich und der Stress und ich. Ich sollte mal ein Buch schreiben, ey. Ich gehe jetzt einkaufen. So, und ich bin jetzt gerade am Schneiden des ersten längeren Deep Talks, wo ich sage, ich habe mich selbst verraten und ich will das alles eigentlich gar nicht mehr. Und es ist so krass, wirklich, wie sich die Dinge täglich einfach ändern. Wie man, also nicht, dass das nicht mehr stimmen würde jetzt, aber heute habe ich so viel Bock auf Training. Ja, das liegt mit daran, dass ich seit gestern ja wieder TikTok gucke, weil Wochenende ist. Es mir auf TikTok, ich glaube, 30-50% des Inhalts, der mir angezeigt wird, nur Fitness-Sachen sind. Und man da natürlich ganz viel sieht und denkt so, boah, ja, heute gehe ich auch wieder voll ab. Aber nein, ich habe heute wirklich richtig Bock auf Training. Hier klingt es jetzt gerade so, als hätte ich auch gar keinen Bock mehr auf Training. Ich wollte ja aber eigentlich eher so deutlich machen, dass es mich trotzdem einfach extrem stresst. Und das natürlich gerade letztes Wochen, wo es alles neu war und ich dachte, boah, der Hype geht voll los, natürlich mir auch die Lust genommen hat. Aber heute habe ich mega Bock. Ich fühle auch nicht so den Stress. Den Stress, den ich gerade fühle, bezieht sich eher wieder auf den Zeitmangel. Kotze im Strahl.
auf den Zeitmangel, den man halt einfach hat. Und ich könnte jetzt schon kotzen, wenn ich dran denke. Ja, eigentlich ist mein Wochenende rum. Es ist Samstag 18.35 Uhr. Ich habe noch nichts geleistet, noch nichts an diesem Wochenende gemacht. Aber das Wochenende ist rum. Oh, das kotzt mich an. Das kotzt mich an. Ich weiß es auch nicht. Und natürlich, wenn man so einen Deep Talk schneidet und sich das selbst nochmal anguckt und so denkt so, ja, ich bin halt jetzt schon 30, ne? Und es kommt immer wieder rüber, dass ich auf diesen Tag X zuarbeite und irgendwann dann alles prickelnd und cool ist, aber der Tag wird nie kommen. Das heißt, ich verschwende nach wie vor Tag für Tag mein ganzes Leben und so einer bin ich halt nicht. Da bin ich eher der Typ, okay, wenn mein Leben keinen Sinn hat, dann kann ich auch tot sein. Also es gibt nur eine Begründung für dieses Leben, nur eine einzige, einen Sinn zu erfüllen, den es irgendwie geben muss. Und wenn es den nicht gibt und ich akzeptiere, dass es den nicht gibt oder ich akzeptiere, dass ich den Monate, jahrelang nicht erfülle und davon ausgehen kann, dass der Tag X niemals kommt, dann kann ich mich auch jetzt umbringen, weil es macht keinen Sinn. Ich war noch nie so ein Mensch, der es einfach akzeptieren kann, dass das Leben keinen Sinn hat und man halt einfach lebt. Na, ist halt so. Na, ich lebe halt. Ne, nee, Alter. Oh, Leute, geht mir das alles auf den Sack gerade. Wie merkwürdig die menschliche Psyche auch ist. Oh Mann, ich muss damit aufhören. Wie merkwürdig die menschliche Psyche auch ist. Ich habe jetzt gerade, obwohl es ja mega kalt draußen ist. Also ja, heute nicht so kalt wie gestern, aber egal. Es scheiß Wetter ist. Seven vs. Wild ist schon lange zu Ende. Der Hype ist weg. Und irgendwie gerade momentan gar kein Anhaltspunkt für irgendeine Wanderung ist. Habe ich jetzt gerade im Moment so das Gefühl, boah, wie sehr ich mich auf meine Wanderung im Sommer freue. Wie geil das wäre, wenn jetzt schon Sommer wäre. Ich möchte wandern gehen. Und da freue ich mich nicht mal so auf dieses, was man sich immer vorstellt, das wird total geil. Sondern ich freue mich tatsächlich auf dieses, ja, ich sitze in meinem Zelt und werde total deprimiert sein, werde keinen Bock mehr haben, werde abbrechen wollen, aber mir dann sagen, nee, wenigstens habe ich mal wieder was erlebt. Aber es macht, oh nee, also wirklich, Gehirn, tschüss einfach. So, und weil ich, wie ich das im Video, was ich eben geschnitten habe, bereits sagte, mega Bock habe auf Haikyuu, werde ich jetzt einfach Haikyuu anmachen, denn ich muss ja noch Wäsche aufhängen und hier so ein kleines bisschen aufräumen. Also lasse ich jetzt hier im Wohnzimmer Haikyuu laufen und bringe meine Wohnung zu 100% in Ordnung, esse da noch irgendwie was und dann schneide ich weiter, denn das Video, was ich letzten Samstag begonnen habe, von dem ich dachte, dass ich es in der Woche schneide, habe ich jetzt zu Ende geschnitten und es rendert gerade. Das sind, weiß ich nicht, eine knappe halbe Stunde und das ist nur der Samstag. Das heißt, es gibt jetzt gleich auf YouTube, also das heißt gleich nachher ein paar Stunden dann, das Video vom Samstag, was eine halbe Stunde lang ist und dann heißt es für mich heute und morgen trotzdem noch den Rest der ganzen Woche, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag weiterschneiden und heute ist schon wieder Samstag und ich rede schon wieder mit euch. Mann, Mann, Mann! Ja, und mal wieder kurze Grüße aus dem Cut. Inzwischen ist Dienstagabend, 22.45 Uhr. Das heißt, ich hänge 9 Tage mit Schneiden hinterher. Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag. Wow! Aber ich habe in der Woche wirklich wenig gefilmt. Also ich schaffe es aufzuholen. Ich schaffe es! Ja! Und Leute, wenn euch die folgende Szene nicht zumindest eine Gänsehaut verschafft, wirklich, dann war euer bisheriges Leben scheiße einfach. Ich fange jedes Mal an zu heulen, weil mich das so sehr motivationell, emotional kickt. Diese Szene ist... Boah. Boah. Leute. Sagt, was ihr wollt, wirklich. Sagt, was ihr wollt, wenn ihr da keine Gänsehaut kriegt bei dieser ersten Folge eines Anime, der beste Anime der Welt ist. Ich bin hier wirklich... Meine Tränendrüsen produzieren auf Hochtouren. Ärgerlich, dass es jetzt erst 19.51 Uhr ist, ich erst in 4 Stunden trainieren gehe, weil jetzt bin ich natürlich heiß, Leute. Jetzt bin ich heiß. So, und heute gibt's Soja-Geschnetzeltes mit Nudeln und Tomatensauce. Ich weiß, ich bin sehr kreativ, was mein Essensplan angeht. Mann, nee, ich habe jetzt schon, es ist die 3. Woche und nur noch 49 Wochen ohne Fleisch. Ohne Fleisch stimmt ja nicht mal, aber ihr wisst, was ich meine. So Leute, ich habe eben eine neue Projektdatei geöffnet und wollte wie immer meine Intro-Datei öffnen. Und da habe ich, obwohl ich das ja jetzt schon seit Wochen mache, das erste Mal gecheckt. Moment mal, hier ist das Tagesablaufvideo von damals. Von, wann ist es? 2017, richtig, habe ich mir gut gemerkt. Und das ist zwar auch auf YouTube und ich habe das schon irgendwann in den letzten Jahren schon nochmal geguckt, aber ich habe es lange Zeit nicht mehr geguckt. Und da habe ich mich jetzt nicht lumpen lassen und habe das alte Tagesablaufvideo nochmal angeschaut. Es ist halt so interessant. Ich kann es nur jedem immer wieder empfehlen. Filmt einfach mal ein bisschen was von eurem aktuellen Tagesablauf und schaut euch das in 5 Jahren wieder an. 2017, ja, ist genau 5 Jahre her. Das wirkt wirklich wie aus... Wer ist denn diese Person? Und wie krass gut ich damals war. Wie strukturiert und... Boah, ey, echt. Also ich empfehle auch euch jetzt, die diese Videos wirklich gucken. Guckt mein altes Tagesablauf-Video nochmal. Das Video ist vom 23.10.2017. Müsst ihr mal in meiner YouTube-Video-Dings nachgucken. Und ja, krass. Krass.
Das fand ich mega interessant und jetzt habe ich direkt Bock. Also jetzt habe ich direkt mehr Bock, weiter Video zu schneiden, denn ich werde jetzt die Zeit bis 0 Uhr noch nutzen, um weiter Video zu schneiden, denn und weil ich gerade hier wieder ein bisschen Japanisch geschnitten habe, was ich im Video gezeigt habe und in letzter Zeit mir aufgefallen ist, dass ich tatsächlich mehr sagen kann, als ich dachte, dass ich sagen kann, einfach weil ich ja nie jemanden zum Sprechen habe. Ich lerne ja immer nur theoretisch und spreche es nie und die Lektionstexte bzw. die Lektionssätze, die ich bilden muss, bilde ich. Aber ich muss, glaube ich, wirklich mal anfangen, so 1, 2, 3, 4 Sätze am Tag einfach auszudenken, irgendwas zu erzählen, was ich gerne erzählen würde und zu gucken, ob ich das auf Japanisch ausdrücken kann. Und so wollte ich gerade den Satz ausdrücken. Moment, ich sage erst auf Japanisch und dann auf Deutsch. Tangoa hapyaku ko wo oboeru koto ga dekiru. Und das soll heißen, in meiner Grammatik, ich kann mir 800 Vokabeln merken. Und da ist mir bewusst geworden, ich habe vergessen, wie die 100er Zahlen heißen. 100, 200, 300, 400. Habe ich einfach vergessen. Da seht ihr mal, wie beschissen mein Kackgedächtnis ist. Ist ja nun wirklich nicht schwer. Habe ich einfach vergessen. War ich enttäuscht von mir, habe ich dann Google Translate angeschmissen, mir erstmal 800 übersetzen lassen, um den Satz jetzt zu bilden. Und, Moment, wir fügen das Ich noch hinzu, damit die Übersetzung akkurater ist. Watashi wa Tango ga hapyaku ko. Nee, fuck, ich bin ja dumm. Ich hab falsche... Naja, nee, eigentlich nicht. Ah, doch, ich hab einen Denkfehler. Watashi wa tango hapyaku ko oboeru koto ga dekiru. Okay. Watashi wa tango hapyaku ko oboeru koto ga dekiru. Ich kann 800 Wörter auswendig lernen. Okay, hier übersetzt es Oboeru als auswendig lernen. Bei mir im Buch steht drin, sich etwas merken. Aber hat ja eigentlich dieselbe Bedeutung. Etwas auswendig lernen, dann hat man es sich ja gemerkt. Egal. Ja. Ich kann also so ein kleines bisschen... So ein bisschen Japanisch kann ich also... Ich bräuchte halt mal einen Sprechpartner, wie in jeder Sprache. Die lernt man am besten, wenn man jemanden zu sprechen hat. Also falls einer von euch fließend Japanisch spricht und mit mir üben möchte, sagt mal Bescheid. So, und auch wenn es gerade null Sinn macht, weiter zu filmen, weil ich nicht hinterherkomme. Jetzt sagt mir doch mal, also wie oft habe ich gesagt, nö, ich möchte keine Kinder haben und Außenstehende sagen, ach, warte mal noch 10 Jahre oder ach, deine Zeit kommt schon auch noch. Wo ich mir so denke, naja, aber ich müsste ja mein Leben aufgeben. Ihr seht, ich schaffe es nicht mal, mehrere Hobbys in einer Woche umzusetzen und Dinge, die ich mir vorgenommen habe, gleichzeitig auch noch zu erledigen. Mein Brunnen steht nach wie vor da draußen, mein erstes Buchkapitel habe ich nicht gelesen. Ja, ich habe es geschafft oder es mir an einem Tag bisher geschafft und mir für die nächsten Mittwoch und Donnerstag Abende vorgenommen, das Thema Meditation auszuweiten. Aber stellt euch mal vor, ich hätte jetzt noch eine Familie, also so klassisch mit meine Freundin und ich kriegen ein Kind und warum? Also was bietet dir denn dieses Leben, wenn du dein Leben aufgibst, nur um ein Kind großzuziehen? Das checke ich halt echt nicht. Also wirklich, ohne das, ich checke es nicht. Checke ich nicht. Ich verstehe nicht, wie man sich dafür entscheiden kann. Ich verstehe das nicht. Das checke ich nicht. Nee. Hä? Ach, und drauf geschissen, filme ich eben weiter. Heute ist der erste Tag, wo ich vorhin für eine Millisekunde, also was heißt vorhin, vor circa 10 Minuten, für eine Millisekunde drüber nachgedacht habe. Ich gehe heute nicht ins Fitnessstudio, weil, aber Moment, stopp, lass mich ausreden, ja, bevor jetzt schon jemand schreit. Also ich schreie innerlich, deswegen sage ich das. Wie gesagt, das Ziel, bis zu einem Tag X bestmöglich auszusehen, ist abgehakt. Mein jetziges Ziel ist es, wie ich eben sagte, eigentlich möglichst viel Sinnvolles wieder in mein Leben zu integrieren. Und wenn ich merke, dass mein Stresslevel steigt. Jetzt bin ich gerade nur, um das euch immer mal wieder reinzuwerfen, was die Emotionalität angeht, wieder so auf dem Level. Ich könnte jetzt einfach weinen. Könnte ich jetzt einfach. Es gibt keinen Grund dafür. Ich könnte mich ja dafür entscheiden, ja. Es ist jetzt 21.24 Uhr. Wenn ich wollte, könnte ich jetzt sagen, gut, ich schneide nicht weiter, weil ich kann nicht mehr. Ich gehe heute nicht ins Fitnessstudio, weil ich kann nicht mehr. Ich bin schon wieder zu gestresst oder durch das Schlaf hin und her und die ins Fitnessstudio gehen kostet einen natürlich auch Kraft. Und das Wissen, um 4 klingelt mein Wecker, wenn ich ins Bett gehe, könnte ich jetzt zum Wohle meiner psychischen Gesundheit
Polizei die Entscheidung treffen, ich gehe nicht ins Fitnessstudio, schneide nicht weiter, lasse den Tag ein bisschen entspannter ausklingen, kann dann morgen auch wirklich mal in die Sauna gehen, weil ich nicht komplett todmüde bin und im Sitzen einschlafe. Das könnte ich jetzt alles entscheiden. Und das ist die Errungenschaft, die ich für mich sagen kann, die ich errungen habe. Es fühlt sich nicht komplett scheiße an, ja? Es widerspricht meinem innersten Selbst, aber ich bin inzwischen an dem Punkt, ich habe mich so weit weiterentwickelt zu sagen, Mann, aber es bringt nichts, wenn du dich kaputt machst. Aber es ist eine Woche rum und das ist das, was so tragisch an der Sache ist. Es ist eine Woche rum und wie kann man denn nach einer Woche schon so K.O. und gestresst sein, dass man drüber nachdenkt, ey yo, ich habe auch heute noch total viel Bock auf Fitnessstudio, aber es ist halt wirklich das, Durchmachen ist heftig. Ja, es ist einfach heftig. Und warum ist es so heftig? Wenn ich jetzt 21 wäre, würde ich lachen. Da würde ich das ohne Booster schaffen. Jetzt bin ich halt uralt und muss mich damit abfinden, dass mein Körper nicht mehr Leistung bringen kann, die ich gern bringen möchte. Es ist absurd. Es ist einfach absurd. Das Ding ist, und das ist das, was mich am meisten davon abhält, selbst wenn ich jetzt ins Bett gehe und versuchen würde zu schlafen, würde ich wahrscheinlich nicht einschlafen, weil ich ja vor anderthalb Stunde oder vor knapp zwei Stunden erst meinen Mittagsschlaf beendet habe. Ich würde jetzt also mich selbst dem Risiko aussetzen, ins Bett zu gehen mit der Hoffnung, schlaf ein, weil du brauchst Schlaf. Schlafe dann nicht ein, werde dadurch immer frustrierter, weiß gerade auch nicht mehr, was ich angucken soll, weil ich habe so viel TikTok gesuchtet, beziehungsweise der Content dieses Wochenende ist wieder so gering vorhanden, dass es mir nichts Cooles mehr anzeigt auf TikTok, egal wie lange ich scrolle. Das heißt, ich würde jetzt ins Bett gehen und weiter etwas angucken. Wahrscheinlich Haikyuu, weil ich gerade nach wie vor mega Bock habe, Haikyuu zu gucken. Ja, und dann kann es sein, dass ich bis 0:30, 1:30, 2:30 Haikyuu gucke, ja, und dann noch irgendwie zwei Stunden schlafe. Und dann habe ich absolut nichts gekonnt, außer dass ich mir jetzt etwas zugestehe, was mir zwar zusteht, aber ich es gar nicht umsetzen kann, weil ich habe ja Mittagsschlaf gemacht. Das ist echt zum Kotzen. Wenn ich jetzt eine Cola hätte, das wäre echt besser, aber nützt ja nichts. Ich kann mich nicht kaputt koffeinieren. Deswegen schneide ich weiter und füttere euch weiter mit Deep Talks, egal. Um euch das hier real zu halten. Und ich muss aufhören, ich muss mir abgewöhnen, hier zu filmen, weil das ist echt krass, wie Ton funktioniert. Wenn ich hier vor, also hier stehen meine Bildschirme, logischerweise. Und das heißt, die reflektieren den Ton, den ich in die Richtung spreche, immer so krass, dass wenn ich dann hier schneide und Boxen mit Bass anhabe, das extremst basslastig nachhallt. Alle, die das eh nur auf dem Handy schauen, wird das egal sein. Aber alle, die das irgendwie am PC mit Boxen schauen, werden immer denken, boah, kannst du dich mal bitte woanders hinsetzen, du Clown. Deswegen muss ich mir angewöhnen, hierher zu filmen und nicht dahin. Um euch weiterhin an meiner sinnlosen Emotionalität teilhaben zu lassen. Jetzt gerade habe ich den Moment, weil ich hier gerade filme, wie mein Kies getrocknet ist. So, jetzt am besten, jetzt gleich mache ich noch einen Plan, was ich die Woche alles abhaken möchte. Mach am besten einen kompletten Zeitplan, damit ich wirklich sage, okay, morgen nach Feierabend gehe ich in die Sauna, egal wie müde ich bin. Ich komme genau 16.30 Uhr aus der Sauna, fahre dann nach Hause, bin genau 17 Uhr zu Hause. Von genau 17 Uhr bis 18 Uhr zum Beispiel nehme ich mir morgen vor, den Kies mal einzusammeln und in einen Eimer zu füllen. Oder von 17 bis 18 Uhr schneide ich und genau 18 Uhr mache ich mir dann noch was zu essen und so. Jetzt gerade bin ich in dieser Stimmung. Durchmachen scheint gar nicht mehr so utopisch. Ich werde mich allerdings auch wieder so mit Koffein vollknallen. Boah, wirklich, wenn es keine Pre-Workout-Booster gäbe, wäre ich verloren. Hab ich Bock, mich weiter zu zerficken mit Koffein. Und das ist meine jetzige Stimmung. 22.09 Uhr. Also, vielleicht wird es doch noch eine gute Woche, ja? So, damit ihr trotzdem auf dem Stand bleibt, es ist 0.39 Uhr. Ich habe jetzt es geschafft, auf den aktuellen Schneidestand zu kommen, wo ich jetzt bin. Das heißt, ich habe das Training mit Voiceover geschnitten plus meinen Gang vom Fitnessstudio nach Hause. Und das heißt, ich bin quasi auf dem aktuellen Stand. Werde morgen nach dem Frühdienst nicht in die Sauna gehen. Ich werde eh zu müde sein. Warum? Damit ich es schaffe zu schneiden. Ich hätte jetzt fast gesagt, euch zuliebe, aber dann ist mir eingefallen, ich mache die Videos in erster Linie für mich selbst und ihr würdet einfach drauf scheißen. Weil ich sicher bin, wenn ich in die Sauna gehe und danach nach Hause, dann schaffe ich es nicht mehr zu schneiden, weil dann bin ich komplett breit. Das heißt, ich werde wieder direkt nach der Arbeit nach Hause gehen. Diese Stunde, die ich jetzt da schaffe, noch irgendwie wach zu sein, zu schneiden, damit ich morgen Nachmittag dann wieder auf dem exakt selben Stand bin, nur eine Woche zuvor. Denn mich erwartet am Donnerstag, achso, das brauche ich wieder nicht zu erzählen. Oh Mann, ich bin dumm. Ich erzähle das immer, weil ich vergesse, dass das ja dann schon längst online war. Mann, ich wollte euch jetzt erzählen, was ich am Donnerstag gefilmt habe, aber das habt ihr ja schon gesehen, wenn ihr das hier seht, weil es ist ja eine Woche später. Bin ich dumm. Naja, ihr wisst Bescheid. Morgen Nachmittag kommt also das nächste Video, was dann also von der Woche schon... Wirklich, also das mit den Zeitebenen, das fickt einen auch komplett. Ich bin munter!
So, heute habe ich das internetfreie Beginn ein bisschen verschoben, weil, wie gesagt, mein Trainingskumpel ist die Woche umgezogen und ich musste noch eine Fotomontage machen, wie ich seine Wohnzimmerwand einrichten würde, entgegen wie er es gemacht hat. Und jetzt habe ich natürlich ein bisschen Zeitdruck und ja, heute gibt's Ei, flüssig gekocht, aber trotzdem halb gekocht. Und weil es schnell gehen muss, mache ich das jetzt die letzten Tage immer so, denn ich will es nochmal betonen, nach dem Training ist Kohlenhydrate und Eiweiß wichtig. Also Eiweiß im Sinne von Protein, nicht von weißen Eiern. Ja, das Ei gibt's einfach. Chinanudel Instant Suppe ist auch bereit. Dann wie immer Magerquark. Nur was ich heute Mittag essen werde. Also ich werde heute Mittag den Rest Nudeln mit Tomatensauce essen. Und dazu brauche ich aber irgendwas. Keine Ahnung. Ich glaube, ich werde mir einfach auf Arbeit ein paar Backfischstäbchen dort in den Backofen hauen. Leute, es gibt auch keinen besseren Zeitpunkt für einen Putzpimmel to kick in. Oh, meine Anglizismen gehen mir auf den Sack. Aber warum ist es denn fürs Gehirn so viel einfacher manchmal und so oft bei mir in letzter Zeit, englische Begriffe zu assemblen, zu reassemblen, nein, zu auszuspucken, anstatt deutsche? Was heißt denn to kick in, reinhauen. Wenn der Putzfimmel reinhaut, ja, wenn du eigentlich nur noch eine halbe Stunde Zeit hast und erstmal anfängst so, oh ne, jetzt die Arbeitsplatte, die muss ich jetzt aber erstmal komplett abwischen und auch alles hier wegräumen und wieder hinstellen. Ja, alles schön sortieren, obwohl ich eigentlich nur einen Smoothie und einen Frühstückshake machen muss. Schau, ich mal meinen Magerquark gegessen habe. Oh, und hier steht noch Geschirr rum. Nein, jetzt mache ich erstmal einen Geschirrspüler an und oh, da ist noch ein Teller übrig. Ich bringe erstmal das restliche Essen in den Müll und jetzt weiche ich erstmal die Teller ein. Alter, ich habe noch eine halbe Stunde Zeit und deswegen mache ich erstmal noch ein Video, aber hallo, ich würde jetzt am liebsten hier den Boden noch wischen, Staubsauger rausholen, saugen, Müll rausbringen und hier die dreckige Wand streichen. Das würde ich jetzt gerne alles noch machen. Halleluja, aber aua! Wenigstens fühle ich mich heute so gar nicht müde bisher. Ah, das tat echt weh, aua. So, und trotz meines super Turbogangs, und ich habe mir vorhin schon gedacht, wenn ich meine Vlogs immer in dieser Geschwindigkeit aufnehmen würde, ich hätte viel weniger zu schneiden, weil ich viel weniger einatme, wenn ich so schnell spreche. Und ich wäre viel schneller fertig mit Schneiden, weil ich einfach schneller spreche. Und dann hätte ich auch viel mehr Zeit, andere Dinge zu tun. Aber es ist echt schwierig, sich die ganze Zeit so zu konzentrieren, in dieser Geschwindigkeit zu sprechen und Dinge auch so schnell zu machen. Ich bin jetzt angezogen und fresh and fruity, außer so ein paar Pickel, die ich noch abdecken muss, und schaffe das erste Mal seit Ewigkeiten nicht die 5:05 Bahn. Und ich brauche genau 5 Minuten zur Haltestelle und ich habe noch keine Schuhe an und so. Rucksack ist gepackt, alles andere ist fertig, Fenster sind geschlossen. Boah, ich hasse das. Ich habe einmal vergessen, meine Schlafzimmertür zuzumachen. Heizung hier war an und hier war das Fenster gekippt im Winter. Boah, sowas hasse ich. 9 Stunden einfach mal durchgeheizt für den Lux. Ja, und da lobe ich mir, dass ich immer eine halbe Stunde eher fahre, weil damit habe ich jetzt 20 Minuten mehr Zeit, kann also in aller Ruhe mich fertig anziehen und dann in aller Ruhe zur Bahn laufen. Und ich muss, glaube ich, trotzdem nicht mit der Kollegin zusammenfahren, weil sie fährt mit der 5. Das heißt, ich muss es trotzdem abpassen. Ich muss wirklich kurz vor knapp hier erst das Haus verlassen, damit ich auf dem Weg zur Bahn nicht begegne, weil ich möchte jetzt in Ruhe. Oh, das im Übrigen nervt mich gerade auch sehr, dass ich kein Hörbuch mehr zu hören habe. Mein nächstes Guthaben auf Audible, weil ich ja das pausiert hatte, bekomme ich erst am 9.2. Das sind noch 2 ganze Wochen ohne Hörbuch. Und ja, ich höre jetzt immer Musik und lerne dabei Japanisch, sowohl auf der Hin- als auch auf der Rückfahrt, wenn ich alleine bin. Das heißt, meine Japanisch-Levels schießen durch die Decke und das ist natürlich schön, aber ich möchte eigentlich wieder Hörbuch hören. Ich bin kurz davor, mir wirklich ein Zusatzguthaben zu kaufen für 8,95 € oder so. Aber ich glaube, ich kann nur 3 Guthaben auf einmal kaufen. Ah, das ist ärgerlich. 3 Guthaben auf einmal für 8,95 € pro Guthaben und dann habe ich 3 extra Guthaben. Nee, das wäre Quatsch, das machen wir nicht. Deswegen, führe ich das einfach sofort und werde weiter Japanisch lernen, auch wenn es mich ein bisschen nervt, weil ich gerne Hörbuch hören möchte. In diesem Sinne. Das war mein Versuch, mein Versuch für was auch immer. Halleluja. Boah, und ich glaube, ich müsste meinen Aprilbär Instagram und meinen privaten einfach mal verknüpfen, also vereinen, zu einem machen. Weil auf meinem privaten poste ich tatsächlich nach wie vor so After-Workout-Selfies, Fotos wie das hier von meinem schönen Rücken oder das hier von dem Rest. Aber ich bin halt einfach zu faul, nochmal den Kanal zu wechseln und dann nochmal auf dem Aprilbär was hochzuladen, weil... Mann, aber es ist eigentlich schade. Leute, ich bin so dumm. Ich habe meinen Magerquark vergessen zu essen. Mein 60 Gramm reines Protein, Alter, bin ich dumm. Es ist 5:11 oder so. Bahn kommt 25. Fuck, Alter, ich brauche 5 Minuten zur Haltestelle. Fuck.
Sehe was? Ist egal, ob ihr es seht. Hallo, jetzt zählt nicht Entertainment. Komm raus, du Scheißquark! Ich leck meine Eier, Alter. Ich bin so dumm. Ja, ich könnte es auch mit auf Arbeit nehmen und einfach auf Arbeit zusammenrühren. Aber da habe ich auch keinen Bock drauf, weil da trinke ich ja dann schon meinen Frühstücksshake. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich wusste die ganze Zeit, ich hab immer montags zum Frühdienst das Gefühl, irgendwas hast du doch vergessen, ja? Und heute war es das erste Mal soweit. Ich denke, ich werde diesen Abschnitt jetzt einfach wirklich ungeschnitten reinschneiden. Vor allem jetzt, wenn ich dann in der Woche soweit bin. Damit ich mal sehen, was ich hier für einen Zeitdruck habe. Oh, ich würde gerne wissen, wie spät es ist. Aber das Handy läuft, das heißt, ich weiß nicht, wie spät es ist. Los, verrühr dich. Los. Ah, richtig gesundes Essen hier. Wird es gleich. Richtig genüsslich mit 36 Mal kauen, ey. Oh, Halleluja. Schneller. Keine Klumpen. Ich will keinen klumpigen Quark. Bin ich dumm. So. Hauptsache, ich mach ein Video davon. Seht ihr mal, wie entertained, wie dedicated ich bin. So. Noch viel zu viele Klumpen drin. Scheiße. Viel zu dickflüssig, so kann ich den gar nicht schnell essen. Alter, wenn ich die Bahn verpasse, dann gibt's Ärger. Weil dann komme ich ja zu spät zum Frühdienst, weil die nächste fährt ja wieder in 20 Minuten. Scheiße. Ich muss checken, wie spät es ist. So Leute, das wär's jetzt echt gewesen, ey. Wie das meine Gains zerstört hätte, wenn ich nach dem Training nicht ordentlich Eiweiß reinballere. Ja, ich habe vorhin die zwei Eier gegessen und da war natürlich auch Eiweiß. Oder Eier, beinhaltet natürlich Protein, aber die 60 Gramm reines Protein aus dem Magerquark, die sind einfach unverzeihlich wichtig. Boah, so, ich hab's geschafft, hab noch genau eine Minute Puffer. Den brauche ich, um mich durchs Treppenhaus zu bewegen oder auf den Fahrstuhl zu warten. In diesem Sinne. So, ich bin auch sehr gespannt, wie groß der Zeitunterschied ist, den da heute meine Kollegin nicht auf Arbeit ankommen, weil es ist ja früh morgens Anschluss. Das heißt, alle Busse und Bahnen fahren an der zentralen Stelle zur selben Zeit ab. Sie ist aber mit der Bahn gefahren, die circa 20 Minuten fährt und die vor der Arbeit hält und man da noch circa 5 Minuten hochlaufen muss. Ich bin mit der Bahn gefahren, die hinter der Arbeit hält, nur 15 Minuten braucht, man aber circa 10 Minuten runterlaufen muss. Das heißt, eigentlich müssten wir zur selben Zeit ankommen. Ich habe aber in Erinnerung, dass die Kollegin immer erst 5 vor um kam und ich komme bereits 10 vor um an. Das heißt, entweder ist die andere Bahn jeden Montagmorgen unpünktlich oder die bummelt einfach. Naja, ich beeile mich jetzt, weil ich muss pissen und freue mich tatsächlich ein bisschen auf meinen Arbeitstag, weil auch heute habe ich wieder durchgängig zu tun. Das belastet mich, glaube ich, gerade auf Arbeit wirklich am meisten. Diese sinnlose Leerzeit durch diesen scheiß eingeschränkten Regelbetrieb. Ey, das ist so kackeöde. Man weiß nicht, was man machen soll. Aber egal. So, heute geht's mir das erste Mal richtig auf den Sack, dass ich kein Fleisch kaufen darf. Baller mir jetzt 2 Eiweißriegel ein und dann esse ich einfach Salat mit Kräuterbaguette und Veggie-Frikadellen. Denn ja, was Normales, Nicht-Fleischiges zu essen, ist nicht das Problem. Dass mein Körper aber Proteine braucht wegen des Trainings, damit es sich lohnt, das ist das Problem. Weil ich kann jetzt nicht eine Dose Thunfisch einfach auslöffeln. Da habe ich keinen Bock drauf, ey. Boah, naja. Außerdem habe ich gestern, als ich das Voice-Over gemacht habe, meinen Brunnen ausgemacht, damit es nicht so laut plätschert. Weil mit dem Mikrofon aufzunehmen ist ja immer noch was anderes, als jetzt nur hier so zu filmen. Ich habe vergessen, den Brunnen wieder anzumachen. Das heißt, ich werde jetzt auch noch arm, weil mein Brunnen steht ja in meiner Feng Shui Reichtumsecke und sorgt für bestätigen Geldzuwachs. Und jetzt habe ich ihn eigentlich gerade reingesteckt, aber jetzt spinnt er gerade. Schafft es die Pumpe gerade einfach nicht. Sodass dann aufgrund von Wassermolekülhaftung, Adhäsion, Kohäsion, was auch immer, flüssiger zu laufen. Und ich weiß, man kann einfach Wasser oben reingießen und dann behebt sich das, aber ich habe jetzt keinen Bock, die Leiter von da drüben zu nehmen und hier hinzustellen und da Wasser reinzugießen. Ich bin todmüde. Todmüde. Boah. Leute. Ich möchte schlafen. Dann auch super toll, dass mein Nachbar seine Klingel ausgestellt hat. Also, beziehungsweise einfach das Ding abgenommen hat, weil wenn man das Ding abnimmt, dann klingelt es ja nicht. Warte, kurzer Test, dass ich keinen Quatsch erzähle. Ja. Und ich deswegen mein Paket nicht bei ihm holen kann. Wow. So, da sind wir. Salat, Veggie-Frikadellen und Kräuterbaguette mit
eine zusätzlichen Butter, weil auf so einem Kräuterbaguette niemals genug Kräuterbutter drauf ist. Und ja, der mitgelieferten Packung Ketchup von den Veggie-Frikadellen. Guten Appetit und danach gibt's Magerquark und dann gehe ich ins Bett. Leute, ich habe wieder mal ein Paket bei den Nachbarn abgeholt. Und hier in diesem Haus wohnen auch zwei vietnamesische Hausparteien. Daran zu erkennen, dass sie den klassischen vietnamesischen Namen Nguyen haben. Und die sind auch beide, denn ich habe schon mal bei beiden geklingelt. Denn man weiß ja, wenn Nguyen das Paket annimmt, nicht welcher Haushalt Nguyen gemeint ist. Ja, und die sind beide auch so verschlossene, zurückhaltende Menschen. Oder Mann und Frau, aber relativ jung. Die Tür nur so einen Spalt aufmachen und dann so das Paket da so durchreichen, als hätte ich AIDS oder was, oder als würden sie in der Wohnung Drogen anbauen und ich soll das nicht sehen. Das verstehe ich echt nicht, aber ich bin sehr froh, dass das Paket jetzt da ist, denn die ist zu oft nass geworden. Die ist zu oft nass geworden und deswegen hält der Akku teilweise nur noch 10 Minuten. Das heißt, wenn ich beim Duschen was anhören möchte, dann während ich gerade im Duschprozess bin, geht die Kackbox aus und deswegen habe ich mir eine neue bestellt. Ja, hier ist er. Die Anker Soundcore 2, denn die hatte, als ich am Wochenende bestellt habe, gerade 20% Rabatt. Das heißt, ich habe die für 32 statt für 40 Euro bekommen. Und das freut mich sehr. Die werde ich jetzt gleich ausprobieren, wenn ich Podcast zu Ende höre und hier mal mich um die Wäsche kümmere. Oh, dann haben wir noch ein bisschen was zum Knallen. Wobei, das mache ich jetzt lieber nicht, weil sonst skaliert es dann die Lautstärke wieder so dämlich runter. Ich knall dann, wenn ihr aus seid. Was haben wir hier noch? Amazon Basics. Ach, das ist mein Rucksack, mein zweiter Rucksack, denn es ist nervig wie Sau. Moment. Hier vorne in der Fronttasche mache ich, wenn ich auf Arbeit gehe, ja andere Dinge rein, wie zum Beispiel eine Haarbürste, damit meine Frisur nach Mütze absetzen herrichten kann. Da habe ich eine Zahnseide, falls man mal was isst und was stecken bleibt. Kaugummis, dass ich nicht stinke und so weiter. Und wenn ich ins Fitnessstudio gehe, ist hier vorne natürlich ganz anderes Zeug drin, nämlich meine Mitgliedskarte, mein Portemonnaie. Also Portemonnaie ist auch jetzt hier drin, aber ihr wisst, was ich meine. Meine Kreide für die Hände, Deo und so weiter. Und es ist nervig wie Sau, jeden zweiten Tag das umwechseln zu müssen, aber alles gleichzeitig passt halt auch nicht dauerhaft hier rein. Deswegen habe ich einen neuen Rucksack bestellt und ich wollte eigentlich denselben nochmal bestellen, war aber schockiert, dass der 16 Euro gekostet hat und dann hat mir Amazon, nett wie es ist, zum Glück noch einen anderen angezeigt für nur 13 Euro. Und das ist dieser hier, habe ich mir in Rot bestellt, weil wollte ich gerne. Und ja, jetzt habe ich noch einen basic roten Rucksack. Wunderschön, gefällt mir gut. Außerdem, ich muss mich nochmal beschweren. Ich weiß nicht, warum es 2017 so viel einfacher war. Wahrscheinlich, weil ich da nicht akribisch versucht habe, Massephase zu machen und auf mein Eiweiß zu kommen. Ich erinnere mich halt gar nicht dran. Und weil ich irgendwie, ja doch, na klar, weil mein Frühstück ganz anders war. Wenn ich jetzt auf Arbeit kein Mittag esse, sondern nur meinen Smoothie trinke, früh mein Frühstücksshake hier zu Hause, dann auf Arbeit meinen Smoothie und dann nach Hause kommen, so wie jetzt, dann habe ich keinen riesengroßen Hunger. Ohne riesengroßen Hunger ist es, also was ja auch nicht Sinn der Sache ist, wenn man eine Massephase macht, sollte man niemals riesengroßen Hunger haben, sondern eigentlich mehr essen, als man eigentlich braucht. Das ist der Sinn einer Massephase. Bringt aber mit sich, dass ich jetzt auch keinen Bock habe, jeden Tag dasselbe zu essen. Weil eigentlich wäre jetzt Brot mit Fisch und Salat auf dem Plan. Ja, und heute Abend dann noch Magerquark. Da ich aber darauf keinen Bock habe, weil ich keinen Hunger habe, jetzt aber trotzdem was essen möchte, weil ich muss natürlich was essen, stehe ich da und denke mir, ach, holst du dir wieder 5 Minuten Terrine? Nee, das Geld hast du nicht. Schon wieder ein vegetarischen Dürüm? Nee, so geil war es halt auch nicht. Die einzige Rettung, die mir das Leben da halt bietet, sind wirklich Veggie-Frikadellen von Aldi. Also, vielleicht ist da auch Kokain drin und deswegen machen die so abhängig, ich weiß es nicht. Ja, und deswegen gibt es jetzt Veggie-Frikadellen von Aldi. Dazu zwei Eiweißriegel wieder. Training heute fällt ja aus. Habe ich das schon berichtet? Weiß ich nicht. Ich glaube schon, weil ich morgen früh meinen Therapeutentermin habe und da 37 aufstehen muss und ich mir das nicht antun werde, heute Nacht irgendwie 6 Uhr schlafen zu gehen und anderthalb Stunden später wieder aufzustehen, weil dann wird mein Training morgen nur sinnlos. Und so ruhe ich mich heute lieber offiziell aus und habe dann morgen umso mehr Elan, richtig geil pumpen zu gehen. Und ja, heute, deswegen, weil heute Pausetag ist, werde ich jetzt keinen Mittagsschlaf machen, sondern die Zeit bis mindestens 22 Uhr nutzen und Video schneiden. Deswegen, Mund zu und bis später. Ach ja, und noch was. Ich hatte mich ja gewundert, schon mit euch zusammen,
mehr oder weniger gewundert, warum ich keinen Götterpuls, Pre-Workout Booster, exotische Früchte mehr habe. Und jetzt hat es mir meine Sparabo-Lieferung angezeigt und da war schon wieder Cola-Geschmack. Aber ich habe ja noch fast 2 Dosen Cola übrig. Deswegen habe ich geguckt, exotische Früchte war quasi ausverkauft auf Amazon, sodass es mir dann einfach eine andere Sorte geliefert hat. Dann habe ich aber mal geguckt und es sind gerade alle Sorten auf Amazon ausverkauft. Ich konnte manuell keine neue bestellen, obwohl meine Sparabo-Lieferung mit Cola angezeigt wurde, wo ich mir auch so denke, okay gut, vielleicht bunkern die was für Sparabo-Kunden, was dann nicht im offenen Verkauf ist. Würde ja Sinn machen. Bin dann also auf die Seite von OS Nutrition, von was ist das eigentlich? Ach, Mornutrition. Von OS Nutrition und habe gesehen, die haben noch 2 Sorten, die es bei Amazon nie angezeigt hat, nämlich Zitrone und, was habe ich denn noch? Weiß ich nicht. Zitrone und noch irgendwas, was es bei Amazon noch nie gab. Leider auch dort alle anderen Sorten ausverkauft, außer diese 2 Zusatzsorten. Und die habe ich jetzt natürlich bestellt, ja. Ja, weil möchte ich natürlich wissen, wie Zitrone schmeckt. Und was war denn das zweite? Ich weiß es. Egal. Das wollte ich noch erzählt haben, weil das freut mich. So, und wisst ihr, was das Grandiose, Ungrandiose ist? Es ist jetzt 19.43 Uhr und jetzt bin ich fertig mit meinem Haushalt. Und da war es ja nicht unordentlich, oder? Nee, ich habe gelogen, da oben hängt noch was. Und die Wäsche wäscht auch noch. Ihr wisst ja, ich habe am Montag, vorgestern, meine Küche aufgeräumt. Und trotzdem war natürlich schon wieder Geschirr übrig, was ich einräumen musste. Dazu muss ich den laufenden Geschirrspüler aber erstmal wieder ausräumen. Dann habe ich den Boden gewischt und gesaugt, hab hier wieder alles gesaugt, weil nun mal durch so ein nettes Kaninchen hier ganz schnell Streu verteilt ist, hab den Hasenkäfig sauber gemacht, hab hier gesaugt und alles wieder schön aufgeräumt, habe hier gesaugt, na gut, okay, hier habe ich gesaugt, gewischt, Toilette sauber gemacht und Waschbecken sauber gemacht. Das ist klar, dass das mindestens 20 Minuten in Anspruch nimmt, aber ja, jetzt kann ich quasi anfangen mit Schneiden und dann habe ich halt wieder nicht irgendwie 4 Stunden geschnitten, sondern jetzt sind es noch genau 2 Stunden bis 22 Uhr und länger als bis 22 Uhr schneiden, wollte ich eigentlich nicht. Alles ärgerlich. Ich habe euch also nur erzählt, damit ihr versteht, warum ich halt zu sonst nichts komme. Warum das mit dem Buch gerade wieder in weite Ferne gerückt ist. Das mit dem Brunnen in weite Ferne gerückt ist. Dieses Wochenende, wenn meine Freundin wieder da ist, ist das jetzt erstmal in Angriff zu nehmen. Ja, das habe ich ihr schon gesagt. Sie muss mir dabei helfen, weil ich schiebe das sonst auch gerne noch ein halbes Jahr auf. Dann bleibt das halt ein halbes Jahr dort stehen. Nein, das mache ich auf jeden Fall am Wochenende. Und wenn das Ding dann verkauft ist und ich auf meinem Konto hoffentlich mindestens 400 bis 500 Euro mehr habe, kann ich das direkt wieder ausgeben.